Ja, ich bin ja bei den Grünen engagiert. Das bedeutet, wir haben natürlich in erster Linie Energie- und Umweltthemen im Vordergrund. Wir haben aber auch gleichzeitig, dadurch, dass wir kommunalpolitisch ja auch schon länger im Parlament sind, sehr, sehr viele Themen, die aus der Strategieplanung der Kommune hervorgehen, zum Beispiel die Digitalisierung. Sie haben ja im März auch gehört, dass der Herr Zehner vorhat, die Digitalisierung in den Schulen voranzutreiben. Das würde uns natürlich in die Karten spielen, wenn wir dann in den Schulen auch ein besseren digitalen Ausbau dadurch erhalten. Setzt natürlich voraus, dass wir die entsprechenden Budgets erhalten. Es werden abzuwarten, wie sich das entwickelt in dem Haushalt. Des Weiteren habe ich als weitere Themen die Verbesserung der digitalen Infrastruktur. Das ist allerdings das Thema des Glasfaserausbaus, was ja gerade auch wieder intensiv diskutiert wird. Da müssten wir dann erstmal auf die bundespolitischen Leitplanken warten, bevor wir da weiter aktiv werden können. Setzt auch voraus, dass wir wiederum entsprechende Unterstützung auf Bürgerseite auch haben, die dann auch mitspielen und das ganze Thema befeuern. Ja, ich habe ja bereits eine Vergangenheit, das stand ja in der Pressemeldung, die bei Ihnen in der Zeitung auch schon abgedruckt war. Ich war ja 2003 schon sehr engagiert hier in der Kommune und das würde ich natürlich auch wiederbeleben wollen. Ich habe meine Erfahrung, ich war jetzt in der ganzen vergangenen Woche in den Ausschusssitzungen, habe auch den Sandro Zehner erlebt, habe mir da auch eigenständig ein Bild machen können von der aktuellen Lage, der Themen, die diskutiert werden und das würde ich natürlich gerne dann aufnehmen und fortsetzen. Das eine Thema war die baupolitischen Aspekte der Feuerwehrgerätehäuser, die da im Moment in Arbeit sind. Das sind alles Themen, die würde ich natürlich fortsetzen. Das wäre jetzt keine Abbruchkante, die dann entsteht, wenn ich eingesetzt wäre als Bürgermeisterin.